What's poppin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar, es gibt 1 Million Videos zu Ich packe meine Kliniktasche. Aber ich muss ehrlich sagen, bei ein paar Videos ist mir aufgefallen, dass die das nicht drin hat, wo ich mir persönlich denke, naja, das könnte schon wichtig sein. Und bei der anderen das und das. Deswegen, es haben auch einige dazu gefragt. Ich habe auch auf Instagram so ein Story-Highlight dazu gemacht, wo ich nur die Stichpunkte, also so eine Art Stichpunktliste, die ihr euch einfach screenshotten könnt, in meinen Highlights gespeichert. Ich denke, ich habe wirklich jetzt viel dabei. Also wenn was Essentielles fehlt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Also grundsätzlich auch, ob ihr irgendwie was anderes eingepackt habt, ob das vielleicht was Neues ist, was ihr so noch nicht gehört habt. Wie gesagt, ich habe mir das nicht alles ausgedacht, sondern es ist wirklich so, ich habe das aus verschiedenen Videos von verschiedenen Influencern, YouTubern, amerikanischen, deutschen, allen möglichen Videos habe ich mir angeguckt und habe mir das rausgeschrieben. Credits an alle. Aber ich kann euch auch nicht mehr sagen, ich habe wirklich viele Videos angeguckt und immer mal wieder so Sachen aufgeschrieben. Und zwar starten wir. Erstmal habe ich den Tipp öfter gesehen, dass man 2 Taschen packen soll. Einmal für den Kreißsaal und einmal für die Wochenbettstation. Okay Leute, mir ist gerade nochmal aufgefallen, ich habe jetzt das Objektiv gewechselt und auch das Mikrofon drauf getan. Also ich bin gespannt, wie jetzt die Qualität ist. Ich hoffe, es funktioniert so alles. Ansonsten fange ich an zu weinen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Kreißsaaltasche. Das sind halt die Dinge, die ich wirklich im Kreißsaal brauche. Einmal Snacks. Ganz viele. Ich habe auch gelesen, dass ganz viele auch richtig Schokolade craven und sowas. Da ich keine Ahnung habe, was ich craven werde und wie lange ich in den Wehen liege etc. und da das sehr anstrengend sein soll, habe ich wirklich mal alles Mögliche eingepackt. Ich habe Schokolade, ich habe Erdnüsse, ich habe Quinoa-Chips, ich habe noch andere Schokolade. Also ich habe wirklich extrem viele Snacks. Dann habe ich Halsbonbons dabei, weil ich öfter gelesen habe, wenn man das, also man muss ja die Wehen so veratmen, da kriegt man schnell einen trockenen Hals und Halsschmerzen. Und dementsprechend habe ich auch daran gedacht. Ich weiß ja nie, wie das ist. Ich denke mal nicht, dass ich bei der Geburt eine Maske tragen muss. Ich glaube tatsächlich, dass ich vorher einen Test machen muss oder irgendwie sowas. Also ich weiß es nicht genau, muss ich nochmal gucken. Vor allem muss ich dann halt auch nochmal gucken, wie die Regeln in 3 Wochen sind. Das ändert sich ja auch ständig. So, ich habe einmal eine normale Maske und einmal eine FFP2-Maske. Dann habe ich dazu auch noch ein Desinfektionsmittel, das hier irgendwo rumschwirrt, das eigentlich da drin sein sollte, aber naja. Ein paar Haargummis, einmal eine Lippenpflege, egal welche. Auch wegen dem Veratmen, wenn halt die Lippen trocken werden und so, dass ihr da keine Probleme bekommt oder irgendwie da noch Schmerzen habt. Dann geht's weiter mit den Klamotten, die ich jetzt eingepackt habe. Also ich habe einmal ein Oversize-Shirt. Es tut mir leid, da steht Playboy drauf. Aber das ist tatsächlich das einzige T-Shirt-Kleid, sage ich jetzt mal, das ich habe, was ich wirklich so drüber ziehen kann, was halt so Nachthemd-mäßig ist. Ja, dann steht da halt Playboy drauf. Ich kann es nicht ändern, es ist so. Das habe ich einmal dabei, also so ein ganz weites, langes T-Shirt. Und das Ding ist, ich wollte halt jetzt auch nicht extra was kaufen, weil ich mir dachte, ich ziehe das dann nie wieder an. Ich habe auch meine Mama gefragt, ob sie mir vielleicht so ein Nachthemd zum Knöpfen mitnehmen kann. Sie meinte, sie denkt dran, aber sicherheitshalber, und ich weiß ja auch nicht, ne, falls es morgen losgeht, habe ich auf jeden Fall schon mal was alternativ eingepackt. Einen Zipper, falls irgendwie kalt wird oder ich irgendwie was drüber ziehe. Ich glaube nicht, dass es mir kalt wird. Was ich halt oft gehört habe, es ist halt schön, den Körperkontakt herzustellen mit dem Baby. Und das Baby soll ja auf der nackten Haut liegen. Dementsprechend ist es natürlich schön, wenn ihr irgendwie was habt. Ich weiß halt nicht, ob das groß genug ist, tatsächlich. Ja, aber ich glaube schon eigentlich, oder? Jedenfalls, wenn ihr was habt, auch vielleicht eine Strickjacke oder irgendwie sowas. Strickjacke ist vielleicht nochmal besser, die halt wirklich richtig weich ist. Sowas habe ich leider nicht. Wenn das Baby auf euch liegt und ihr dann die Jacke praktisch so drüber macht und dann so eins seid mit eurem Baby. Ich freue mich so sehr. Dann geht's weiter mit einer schwarzen Jogginghose zum Wechseln, weil wenn meine Fruchtblase noch nicht geplatzt ist, und das dann im Krankenhaus passiert, dann wäre es eher weniger gut, mit einer nassen Hose rumzulaufen oder irgendwie dann gar keine Hose anzuhaben oder whatever. Deswegen einfach einmal Sachen zum Wechseln. Dann habe ich noch ein zweites Oversize-Shirt dabei. Dazu der Mutterpass, den habe ich natürlich jetzt woanders, den habe ich noch nicht eingepackt. Ich habe mir übrigens auch eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich unbedingt noch einpacken muss, die ich nicht vergessen darf. Die Liste lese ich euch zum Schluss vor.
Da steht dann zum Beispiel sowas drauf wie Mutterpass, Personalausweis, Geldbeutel, Sofortbildkamera. Ich muss noch gucken, wie ich hier den Blitz ausschalten kann, dass es halt ohne Blitz funktioniert. Wie irgendwer gesagt hat, dass es schädlich ist fürs Baby, wenn da irgendwie ein Blitz ist oder so, was irgendwie für mich logisch klingt. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Also falls ihr einen Tipp habt, ob das überhaupt funktioniert und so, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Dann habe ich einmal, ich habe nämlich von ganz, ganz vielen Frauen gelesen, dass sie halt vor allem in den ersten Wochen sehr unangenehm riechen. Das liegt daran einfach, dass das Kind die Mutter besser riechen kann und halt auch besser andocken kann fürs Stillen und so weiter. Ist natürlich für einen selbst sehr unangenehm, glaube ich mal. Deshalb habe ich jetzt einfach mal so auch für, ich weiß nicht, falls ich wirklich irgendwie, ich bin ja eine Person, schwitze eigentlich nicht und dementsprechend rieche ich auch eigentlich nicht. Wenn ich dann, glaube ich, auf einmal riechen sollte, ich glaube, dann stört mich das so sehr, dass ich mich halt nicht mehr so wohl fühle. Und deswegen habe ich jetzt so ein veganes Deo, das aber geruchsneutral ist. Also es riecht wirklich nach gar nichts. Es ist einfach so eine Paste irgendwie, so eine weiße Paste. Nicht, dass mein Körpergeruch irgendwie verzerrt wird oder sowas. So, dann habe ich schon mal meine Ladekabel eingepackt. Ich habe zum Glück viele Ladekabel zu Hause. Einmal für iPhone und einmal für meine Musikbox, die ich auch noch einpacken werde. Da habe ich auch schon eine Playlist mit Entspannungsmusik gespeichert. Ich denke aber eher, dass ich meine Musik hören werde. Also jetzt nicht irgendwie I got bitches all over my door. Was vielleicht nicht. Ich habe so eine Beats-Liste, da wo so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, einfach meine Musik, mit der ich mich wohlfühle. Und dann gucke ich an dem Tag einfach, wonach mir ist. Will ich Entspannungsmusik? Will ich das oder das oder das? Recht viel ist tatsächlich gar nicht mehr drin. Ich habe dann noch drei Paar Socken. Einmal warme Socken. Am besten packt ihr Anti-Rutsch-Socken ein. Habe meine Mama auch gefragt, ob sie mir noch Hausschuhe mitbringen kann. Die würde ich dann auch noch einpacken. Und einmal zwei Paar Socken zum Wechseln. Also wie gesagt, auch wenn die Fruchtblase platzt, kein Mensch hat Bock auf nasse Füße. Dann habe ich auch einmal ein kleines Handtuch und zwei Waschlappenhandtücher. Einfach just in case, falls ich die dort schon brauchen würde. Das war's mit der Kreissaaltasche. Es ist auch einfach so ein geiles Gefühl, dass es schon gepackt ist. Es könnte jederzeit losgehen und ich muss einfach nur meine Taschen nehmen, die paar Sachen, die ich noch aufgeschrieben habe, einpacken and that's it. Also einfach richtig entspannt. Wochenbettstation-Tasche. Ich habe das Ganze jetzt in so einen kleinen Rollkoffer reingemacht. Einfach, dass ich, falls meine Mama noch nicht da sein sollte, nicht irgendwie schwer schleppen muss. Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden. Deswegen habe ich eine Tasche, einen Rollkoffer. Die Tasche kann ich auf den Rollkoffer packen, wenn es ist. Und dann komme ich auch alleine klar, wenn es ist. Ich habe einmal ein eigenes großes Handtuch. Ich habe ja die anderen zwei, drei schon drin. Also mit dem kleinen Handtuch und die zwei Waschlappen. Einfach, weil ich gehört habe, dass man im Krankenhaus tatsächlich kein eigenes Handtuch bekommt. Was halt ein bisschen scheiße ist, vor allem so wochenbettmäßig, man blutet ja viel. Dementsprechend bräuchte man ja eigentlich schon jeden Tag ein neues Handtuch. Aber ich dachte mir jetzt auch, es ist nicht so dramatisch, ich habe ja dann meine Mama dabei oder sie kommt auf jeden Fall dann. Und dementsprechend kann sie ja dann auch nochmal zu mir nach Hause fahren und irgendwelche Sachen holen. Also, und ich habe auch meine Mädels, die mir dann irgendwie was bringen würden. Also es ist nicht so dramatisch, wenn ich jetzt irgendwas zu wenig dabei habe. Dann machen wir mal mit den Hygienesachen weiter, sag ich mal. Eine Rolle Klopapier, weil tatsächlich wegen den Geburtsverletzungen und sowas, denke ich, ist es sehr sinnvoll, sein eigenes Klopapier dabei zu haben, weil das im Krankenhaus ja immer sehr rau ist. Ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn man Verletzungen hat an dieser Stelle und ja, deswegen das weicheste Klopapier, das ihr finden könnt. Dann habe ich einmal Taschentücher eingepackt. Ich weiß nicht genau warum, ich habe es auch nirgendwo gelesen, aber ich habe sie dabei. Dann geht es zu meiner Kosmetiktasche. Einfach meine normalen Kosmetiksachen eingepackt. Ich habe hier auch mal so Stilleinlagen, tatsächlich aber nur zwei Stück, weil die kriegt man ja auch im Krankenhaus, aber ich weiß ja dann nicht, ob die angenehm sind oder nicht und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal ein paar mitgenommen, um sicher zu gehen. Dann natürlich einfach eure normalen Pflegeartikel, sowas wie Haarbürste, ich habe hier noch Wattepads, habe ich persönlich noch so ein Trockenshampoo reingemacht, weil ich
in denen, also ich wasche meine Haare einmal pro Woche und ganz sicher werde ich nicht hier im Krankenhaus meine Haare waschen. Ich weiß schon, das werde ich nicht machen. Allerhöchstens werde ich mal ein bisschen Trockenshampoo und dann werde ich wieder einen Dutt machen. Aber es wird mich höchstwahrscheinlich sowieso nicht interessieren. Deswegen, dann habe ich auch direkt meine Schwangerschaftsvitamine eingepackt, also die ich dann praktisch auch beim Stillen weiterhin nehme. Ich habe einen Concealer eingepackt, weil kann nicht schaden. Mein Gott, dann habe ich ihn dabei. Who knows, wie lange ich im Krankenhaus sein werde. Hier auch nochmal Haargummis. nicht, dass uns die Haargummis verloren gehen. Kommen wir zu den wieder etwas wichtigeren Sachen. Von den Hygieneartikeln, das ist einmal dieses Motherlove Regenerationsspray. Da schwören ganz, ganz viele Frauen drauf. Also ich habe das wirklich extrem oft gelesen und habe das auch extra auf Amazon bestellt. Ich werde euch auch alles, was ich auf Amazon bestellt habe, unten in der Infobox verlinken. Also falls ihr was nachshoppen wollt, einfach auf die Infobox klicken und da findet ihr dann alle Links. So, dann habe ich einmal das Intimwaschgel mit pH-neutralem Wert. Dann habe ich noch eine Brustwarzensalbe fürs Stillen. Dann könnt ihr euch halt aussuchen, ganz viele sagen so Kompressen sind der Shit. Oder ihr benutzt solche Silberhütchen oder beides. Ich denke, dass sie ganz nice sind. Vor allem dann auch, wenn man zu Hause ist im Wochenbett und die vielleicht kurz in den Kühlschrank tut und so. Ich glaube, diese Silberhütchen sind Gold wert. Aber who knows? Dann habe ich noch eine Po-Dusche. Da schwören auch wirklich alle drauf. Also das habe ich, glaube ich, in jedem Video, das ich angeguckt habe, gesehen. Für euch jetzt als Erklärung. Weil ich dachte mir dann, ja okay, also so einigermaßen checke ich schon, wie man das benutzt. Aber wieso das praktisch nach der Geburt gut ist, dass ihr macht da Wasser rein. Und beim Wasserlassen, also während ihr auf der Toilette seid oder bevor ihr das Wasser laufen lasst, drückt ihr schon so ein bisschen, dass es praktisch schon feucht ist. Und dann soll es nicht so krass wehtun, vor allem die ersten Male, wenn ihr auf die Toilette geht. Und dann natürlich noch für die andere Sache auch sehr praktisch. Habe ich auch ganz oft gelesen, ein Nachttischlicht, damit ihr nicht nachts praktisch das Licht komplett anmachen müsst, weil euer Baby wird dann komplett wach und so könnt ihr halt, ich habe jetzt hier eins auf Amazon auch bestellt, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, und ihr könnt verschiedene Stärken einstellen, vielleicht kein Disco-Blinklicht, könnt auch verschiedene Farben bei dem wählen, sehr, sehr praktisch zum Stillen nachts und auch kabellos, also geht ohne Strom. Ich müsste nur vorher aufladen. Ich habe hier auch natürlich nochmal Socken mit eingepackt. Gehen wir mal weiter zu den Sachen für den Keks. Da ich nicht weiß, wie das Wetter im Mai sein wird oder beziehungsweise Ende April, Anfang Mai, habe ich jetzt mal ein paar Sachen eingepackt, einfach, dass ich auch wechseln kann. Spucktuch, aber ein größeres beziehungsweise ein festeres auch, dass ich ihn auch wie so einen kleinen Burrito einwickeln kann. Vor allem auch während der Zeit, wenn ich im Krankenhaus bin. Und es riecht halt auch schon nach mir. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schöner wie mein Keksi. Anstatt, dass es halt so nach Krankenhaus riecht. Aber im Krankenhaus bekommt ihr das auch. Dann habe ich eine Jacke eingepackt. Einfach, falls es an dem Tag kalt und regnerisch und windig ist. Keine Ahnung. Dass der Kleine nicht friert. Ein Onesie. Einfach, dass, falls es wirklich kalt ist, dass ich das über seine anderen Klamotten auch nochmal drüber ziehen kann. Oder halt dann nur das. Wirklich je nachdem, wie das Wetter an dem Tag sein wird. Dann eine kleine Baumwollmütze. Dann zwei verschiedene Socken. Einmal ein kleines Paar, einmal ein größeres Paar. Body? Das ist so klein. Praktisch halt auch in zwei verschiedenen Größen. Das ist jetzt Größe 50 gewesen. Also 50, 52. Und es ist halt einfach, falls er doch größer oder kleiner wird. Jetzt gerade sieht es so aus, wie wenn es ein ihr kleines Baby ist. So eine kleine Hose mit integrierten Socken, sag ich mal. Also so eine Strampler-Hose. Ich habe gehört, dass das sehr, sehr praktisch ist und ich werde mir definitiv auch noch einige solcher Hosen, Jogger und Strampler kaufen, weil ich gehört habe, dass Babys sehr oft ihre Socken ausziehen, verlieren. Damit die Füßchen nicht frieren, ne? Haben wir die an der Hose dran. Das war's mit den Sachen für den Keks. Dann geht's wieder weiter mit meinen Klamotten, die ich jetzt für mich eingepackt habe. Ich habe mir zwei Still-BHs gekauft. Einmal so einen, richtig, richtig sexy. Aber ich glaube, dass der so bequem ist, also und richtig angenehm. Also es ist wie ein Bustier und der ist auch wirklich groß. Und dann habe ich noch einen schwarzen zum Wechseln praktisch. Und der ist auch richtig groß. Der ist jetzt von Modi Body und der andere ist von
Feuer oder wie das heißt. Das ist wirklich von Größe 34E bis G. Also der muss auf jeden Fall passen. Das Einzige, was sein kann vom Umfang her, halt, dass es ein bisschen zu klein wird. Aber ich denke, das wird schon. Das wird schon. Ich habe einmal hier so eine durchlässige, also luftdurchlässige Baumwollunterhose und die auch über den Bauch geht. Ich habe gehört, es soll sehr, sehr wichtig sein, dass ihr auf jeden Fall Unterwäsche einpackt, die über den Bauch geht. Vor allem, ich denke, dass das ein komisches Gefühl sein wird, wenn auf einmal nichts mehr im Bauch drin ist und der Bauch praktisch so ein bisschen leer ist eigentlich. Dann wird es, glaube ich, sehr ungewohnt. Dann habe ich noch Periodenunterwäsche gekauft. Auch natürlich die halt so über den Bauch geht. Einfach, dass halt nichts durchgeht, hoffentlich. Und dann habe ich auch noch so schwarze Baumwollhöschen gekauft, so richtige Oma-Schlipper, die praktisch auch über den Bauch gehen und einfach angenehm sind. Höschen gekauft, sag ich mal, das ist extra für nach der Geburt, für Wochenbett. Und zwar hat es hier so einen richtig festen Bund. Ich habe gehört, dass das auch sehr angenehm sein soll, vor allem wenn das hier so locker ist, dass das halt so ein bisschen zusammengehalten wird. Deswegen habe ich die natürlich auch mal eingepackt und da ist auch wieder so eine integrierte Fläche mit drin, praktisch extra, dass nichts durchgeht und extra so eine Periodenunterwäsche. Ansonsten habe ich dann einfach nur noch zwei weitere schwarze Jogginghosen, eine weite, angenehme Leggings, die auch über den Bauch geht natürlich, so einen leichten Pullover, den ich auch hier auf der Seite einfach runterziehen kann zum Stillen. Dann habe ich noch so ein Flanellhemd eingepackt, das sehr, sehr weich ist und wo ich dann auch praktisch, das ist wirklich extrem groß, da kann ich dann auch einfach praktisch mich und den Keks so zudecken, dass er auf meiner nackten Haut liegen kann. Dann noch zwei weitere Oversized-Shirts. That's it. Musikbox noch einpacken, Hausschuhe, Mutterpass, Personalausweis, ein Kuscheltier, also Kuscheltier-Spieluhr. Ich habe nämlich momentan, das heißt momentan, das mache ich schon die ganze Schwangerschaft über, zwar nicht jeden Tag, aber so oft, wie ich dran denke, so eine Kuscheltier-Spieluhr, die man halt so aufzieht und dann kommt da so eine gute Nachtmusik und die liege ich immer auf meinem Bauch. Und dementsprechend gewöhnt er sich schon daran und ich denke, dass es dann beruhigend für ihn ist, wenn er dieselbe Melodie hört, die er auch im Bauch gehört hat. Mit dem Kuscheltier schlafe ich jetzt auch nachts praktisch. Das liegt immer in meinem Bett, dass ich das dann mitnehmen kann und dass es halt nach Mama riecht. Auch noch so ein anderes kleines Stofftier, aber es ist kein richtiges Stofftier. Das sind diese Dinger, die Babys zum Anfassen haben. Das habe ich auch zu mir ins Bett gelegt. Und dann noch, ich habe Getränke aufgeschrieben, aber ich denke, das werde ich nicht machen. Das ist, wird mir sonst zu schwer. Und mein Gesichtswasser muss ich noch einpacken. Ja, und that's it. Also ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr habt ein, zwei Sachen jetzt noch gehört, wo ihr euch denkt, boah, stimmt, das könnte echt praktisch sein. Und ja, das war's mit dem Video. Ich bin schon so aufgeregt. Es ist unfassbar. Okay, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Gucken. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions. But somehow it came to an end.